T. Trčanje. Rennen. Alles wiederholt sich hartnäckig in einer unfassbaren Langsamkeit und Langeweile. Obwohl du jeden Tag aufs Neue versuchst, dieser Langsamkeit und Langeweile zu entrinnen, indem du die Treppe runter zum Keller, von einer zu der anderen Straßenseite, von einem Versteck zu dem anderen rennst, passiert das alles in einer Zeitschleife, die immer langsamer wird. Während du gerade vor dem Scharfschützen um dein Leben rennst und neben dir Leute zum Fall kommen, weißt du nicht, ob das gerade gestern oder schon vor Tagen passiert ist. Du weißt nur, dass du es schon unzählige Male auf die gleiche Weise erlebt hast. Es sind viele neben dir gefallen, auf der gleichen Stelle, mit der gleichen Endgültigkeit des Todes, mit dem gleichen überraschenden Gesichtsausdruck, als wäre dieses Sterben ein großes Missverständnis. Ganz am Anfang, bevor die Zeit sich verlangsamte und anfing, sich zu wiederholen, standst du das erste Mal an der Kreuzung vor deinem Haus, vor einem Pappschild, auf das jemand in kindlicher Schrift geschrieben hatte: Basi Sniper. Vorsicht, Scharfschütze. Und dachtest, dass es ein Scherz sei. An die ersten, die zu Fall kamen, kannst du dich noch gut erinnern, weil du überrascht warst, wie einfach das war. Unspektakulär, geräuschlos und vor allem, wie viel Blut aus einem Menschen herausfließen kann. Mit diesen Bildern vor Augen hast du dich das erste Mal über die Kreuzung getraut. Es wunderte dich, dass aus irgendeinem Grund die Ampeln noch funktionierten. Auf das Grün, tot! Das war später dein Lieblingssatz bei Verabschiedungen, obwohl die Ampeln dann schon längst nicht mehr funktionierten und es keiner mehr komisch fand. Jedes Teilchen deines Körpers rannte mit dir. Von diesem Moment an, wo du das erste Mal über die Kreuzung ranntest, fing die Zeit an, sich zu verlangsamen. An einer bestimmten Stelle an der Kreuzung weißt du, dass du in seinem Schussfeld bist. Du rechnest dann damit, dass er dich trifft. Dein Bein, dein Hals, dein Gesicht, deinen Bauch, dein Rücken. Wird es wehtun, das Sterben? Auf einmal kommt dir dein Körper riesig vor, für die Flucht ungeeignet. Er gehört dir nicht mehr, sondern ihm. Er entscheidet. Das hast du mehr als alles andere. Ein Ungeheuer, eine Niete darf über dein Sein entscheiden. Dein Rennen ist dir peinlich. Du zeigst dieser Niete und den anderen, dass du vor ihm Angst hast. Du schämst dich, rennst und betest, bloß kein bekanntes Gesicht zu sehen, bloß keine Zeugen deiner Demütigung. Aber es rennen dir noch welche entgegen, die dich kennen. Sie tun auch so, als ob sie dich nicht gesehen haben. Sie schämen sich auch. Du bist ihnen dankbar dafür. Sie dir wahrscheinlich auch. Während du rennst, fragst du dich, wozu das alles? Vielleicht überlebst du diese Kreuzung, aber was ist mit der nächsten? Was ist mit Hunderten von Granaten, die wie faule Pflaumen im Herbst jeden Tag auf die Straßen und Häuser fallen? Vor denen kannst du nicht wegrennen. Die erste Frontlinie ist überall. In deinem Schlafzimmer, an deinem Arbeitsplatz, im Krankenhaus, wo du deinen Freund besuchst, dort, wo du auf deine Frau wartest. Du musst jeden Tag Entscheidungen treffen. Du darfst nicht im falschen Moment rennen. Du darfst nicht im falschen Moment stehen bleiben. Du weißt längst, dass es für dich selber keinen Sinn hat, zu rennen. Es geht nicht um dein Überleben, sondern um das Überleben von denen, die du liebst, die du beschützen musst. Wenn du rennst, müssen sie es nicht. Du rennst wie alle anderen, mit einer inneren Uhr, die nicht viel mit der realen Zeit zu tun hat. Diese Uhr wird von deinem Herzen bestimmt. Du holst das Wasser nach Hause, du holst das Brot. Deswegen rennst du. Gegen die Zeitschleife, gegen den Tod. Deswegen ist dir derjenige, der auf dich schießt, schon längst scheißegal geworden. Hauptsache, du kannst weiter rennen. Dann müssen sie es nicht. Deswegen zählt jede Sekunde deiner Herzuhr aufs Neue, egal
wie oft sie sich schon wiederholt hat.